Moin moin Leute des guten Geschmacks, vor wenigen Tagen ist ja der neue Black Widow Trailer gestartet. Am 30. April 2020 wird ja diese in die deutschen Kinos kommen. Und ich habe es gedacht, ich mache mal so eine ganz kleine kurze Trailer-Zusammenfassung, erkläre euch ein paar Easter Eggs, so ein bisschen Spekulation und was es halt mit Taskmasters Maske auf sich hat. Also viel Spaß beim Video und let's go! Damit beginnen wir erstmal mit dem ersten Easter Egg. Der Trailer startet ja mit einem Shot auf Budapest. Das ist nämlich die Hauptstadt von Ungarn. Und Budapest ist ja generell in diesem MCU-Abenteuer sehr wichtig, weil es ist ja das Spin-off von Black Widow. Wir wissen, ist es ja so, dass sie irgendwann auf Clint trifft und dass sie sich halt die Wege kreuzen. Aber es ist auch möglich, dass vielleicht, sag mal, dieses vielleicht ein Flashback ist oder überhaupt der ganze Film Flashback ist. Und so könnte man vielleicht den Zusammenhang von Budapest bei den beiden deuten. Im späteren Verlauf des Trailers sehen wir William Hurt. Er ist zurück als General Thunderbolt Ross. Ja, aber hier muss man einfach sagen, klar verjüngt. Nicht mal so alt wie in dem unglaublichen Hulk. Eher vielleicht vor dem ersten Iron Man. Heißt es wohl, dass es da alles gestartet ist, dass es schon so lange her ist? Oder werden wir vielleicht ein bisschen mehr erfahren über dieses Supersoldatenprogramm? Weil er ist ja auch sehr involviert da drinne. Dann sehen wir im Black Widow Trailer Yelena, wie sie eine Jacke trägt. Die aber so aussieht wie Natashas Jacke in Avengers Infinity War. Vielleicht ein Indikator, dass sie eigentlich niemals diese Jacke getragen hat, sondern diese bekommen hat von Yelena. Dann sehen wir noch im Trailer, wie Black Widow ein weißes Kostüm trägt. Also das ist ja im Also fast am Ende des Trailers. Das muss man sagen, das hat eine Referenz zum Black Widow Deadly Origin Miniseries. Und das ist einfach so, dass der Red Room, wo ja dieses Trainingsprogramm ist, wo die Black Widows, sag mal, ausgebildet werden, dieses extra Design, dieses Kostüm, um in verschneiten Umgebungen. Ja, da kommen wir so weiter. Wir sehen irgendwann den Taskmaster für die erste Zeit in diesem Trailer. Und alle haben sich wahrscheinlich gedacht, was ist mit der Maske los vom Taskmaster? Er sieht natürlich nicht so aus wie in den Comics. Es hat einen simplen Grund. Es könnte sein, es ist natürlich so, einer der Hauptabnehmer ist natürlich China. So, und wenn China hat aber eine Medien, sei es ein Kino oder ein TV, haben sie ein Verbot gegen Skelette, Schädel und so weiter. Und es ist einfach so, dass sie wahrscheinlich die Maske getauscht haben, um natürlich das nicht so schädelförmig aussehen zu lassen. Als Skelett und so weiß ich was in der Art. Und um natürlich diesen Film zu releasen in China. Da sehen wir Mitte des Trailers natürlich endlich mal diesen Red Room, wo diese Black Widows oder man denkt es wahrscheinlich so, dieses Witwenprogramm stattfindet. Und wir sehen ja auch vorher auch Yelena, die dann sagt Schwester. In den Comics ist es so, dass es ist natürlich nicht die Schwester von direkt von Natascha Romanoff. Es ist nämlich Yelena Belova, auch eine Spionin, die auch später zu Black Widow wird. Es könnte natürlich sein, dass das jetzt so passiert, dass es ein Flashback sind und dass sie später jetzt auch die Black Widow ablösen wird. Kann sein, dass sie jetzt halt diese ja beerbt und dann natürlich wird es so erstmal gezeigt, was geht überhaupt in diesen Red Room ab. Ich denke mal, das soll ein Flashback darstellen. Wir wissen ja auch selber nicht, wo der ganze Film hingeht. Dann sehen wir im Trailer endlich den Red Guardian, verkörpert von David Harbour. Der trägt aber in diesem einen Moment, wo er halt seine Muskeln spielen lässt, russische Gefängnistattoos. Da komme ich erstmal zur Erklärung, was soll diese Tattoos bedeuten. Das Auge soll bedeuten, dass die Person über die anderen Insassen, ja, diese beobachtet, über sie, ja, schaut. Die Kirche und der Stern auf der linken Schulter, das soll einfach nur heißen Diebstahl. Die zwei Kuppeln in der Kirche bedeuten, dass er zweimal ins Gefängnis kam, weil er halt gestohlen hat. Das Ellbogen-Tattoo soll einfach bedeuten, das ist ja ein Spinnennetz, dass er halt Zeit im Gefängnis verbracht hat. Das wäre vielleicht die Erklärung, dass er einfach aus dem Gefängnis gekommen ist oder er wurde halt befreit. Das weiß man noch nicht so ganz genau. Auf jeden Fall ist das so ein kleiner Easter Egg, was so ein bisschen das vielleicht bedeuten könnte, dass er eigentlich gar nicht befreit wurde von Natascha Romanoff, also von Black Widow. Und dass er einfach so rausgekommen ist. Natürlich durchs Gefängnis, eigentlich hat man hier Langeweile, wird man sportlich oder körperlich fit, weil man nichts anderes zu tun hat in der Art. Das ist das gängigste Klischee, aber es so stimmt, ist eine andere Sache. Er ist halt, in einer Szene wird ja auch gesagt, du bist ganz schön fett geworden, als er das Red Guardian-Kostüm wieder anzieht. Und das ist vielleicht die Vermutung, was ist der Sache, ist jetzt der Red Guardian der Scheinehemann von Natascha?
oder ist es nicht, oder ist er vielleicht hier eine väterliche Figur für sie und für den anderen, weil es sieht ja so ein bisschen aus, wenn die Familie wieder zusammen ist. Das ist auch nochmal so eine Spekulation, die man reinbringen kann. Ja, und da bin ich schon am Ende meines Videos. Ich hoffe mal, euch hat das gefallen. Easter Eggs, Spekulationen, Theorien. Wie könnte, warum das so sein? Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich gerne ein Abo lassen, um hier nichts mehr zu verpassen. Lasst natürlich gerne ein Like da. Und ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao und bam.